Laudetur Jesus Christus. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauer, zu dieser Live-Übertragung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Wir übertragen am heutigen 16. Sonntag im Jahreskreis die Messe zum dritten Welttag der Großeltern und Senioren unter Vorsitz von Papst Franziskus. Am Mikrofon begrüßen Sie heute Silvia Kritzenberger und Michael Herrmann. Ein herzliches Willkommen allen, die durch unsere Partnersender mit uns verbunden sind. EWTN und KTV, Radio Horeb, Radio Gloria, Radio Maria Österreich und Radio Maria Schweiz. Und natürlich auch an alle, die über unsere Webseite, Facebook, Apps und YouTube zugeschaltet sind. Ja, das Miteinander der Generationen liegt Papst Franziskus bekanntlich sehr am Herzen. Seiner Initiative ist es zu verdanken, dass die katholische Kirche seit 2021 einen neuen Gedenktag hat. Auch in diesem Jahr begeht der Vatikan diesen Welttag der Großeltern und Senioren. Und der hat heuer einen besonderen Bezug zum Weltjugendtag. Als Motto hat Franziskus folgende Worte aus dem Lukas-Evangelium gewählt. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht. Der Titel soll eine Verbindung zum Weltjugendtag in Lissabon schaffen, der von 1. bis 6. August stattfinden wird. Franziskus lädt auch alle Bistümer ein, den Welttag der Großeltern und Senioren zu begehen. Ja, und er selbst feiert zu diesem Anlass nun gleich eine Messe im Petersdom. Mehr als 6000 Menschen werden an der Messe teilnehmen, darunter viele ältere Menschen aus ganz Italien, Großeltern in Begleitung ihrer Enkel und Familien, ältere Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen leben, sowie ältere Menschen, die in Pfarreien, Diözesen und Verbänden aktiv sind. Am Ende der Feier werden 5 Senioren stellvertretend für die 5 Kontinente das Pilgerkreuz des Weltjugendtags symbolisch an 5 junge Menschen übergeben, die nach Lissabon aufbrechen. Ein Sinnbild für die Weitergabe des Glaubens von Generation zu Generation. Und diese Geste steht auch für die Verpflichtung, die die Senioren und Großeltern auf Einladung des Heiligen Vaters übernommen haben, nämlich die, für die abreisenden Jugendlichen zu beten und sie mit ihrem Segen zu begleiten. Thank you.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Das Schuldbekenntnis. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Brüder und Schwestern, die Barmherzigkeit des Herrn kennt keine Grenzen von Raum und Zeit. Sie reicht von Generation zu Generation. Wir alle, jung und alt, werden von seiner Liebe und Vergebung umfangen. Vertrauen wir uns Gott an und bitten wir ihn vertrauensvoll, sich uns zuzuwenden und Erbarmen mit uns zu haben. Ja, zu Beginn dieser Messe bitten wir Gott um die Reinigung von unseren Sünden und um die Bekehrung der Herzen. Die Quelle der Versöhnung mit unseren Brüdern und Schwestern ist. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole o per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata gli angeli e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Nach dem Kyrie wird das Gloria, Ehre sei Gott, in der Höhe angestimmt. Thank you.
das Tagesgebet. Herr, unser Gott, sieh gnädig auf alle, die du in deinen Dienst gerufen hast. Mach uns stark im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, damit wir immer wachsam sind und auf dem Weg deiner Gebote bleiben. Darum bitten wir durch Jesus Christus. E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della sapienza. Aus dem Buch der Weisheit, Kapitel 12, Verse 13 und 16 bis 19. Es gibt keinen Gott, Herr, außer dir, der für alles Sorge trägt. Daher brauchst du nicht zu beweisen, dass du gerecht geurteilt hast. Deine Stärke ist die Grundlage deiner Gerechtigkeit und deine Herrschaft über alles lässt dich alles schonen. Stärke beweist du, wenn man an deine unbeschränkte Macht nicht glaubt und bei denen, die sie kennen, strafst du die anmaßende Auflehnung. Weil du über Stärke verfügst, richtest du in Milde und behandelst uns mit großer Schonung, denn die Macht steht dir zur Verfügung, wann immer du willst. Durch solches Handeln hast du dein Volk gelehrt, dass der Gerechte menschenfreundlich sein muss und hast deinen Söhnen und Töchtern die Hoffnung geschenkt, dass du den Sündern die Umkehr gewährst. Nach der ersten Lesung hören wir den Antwortpsalm, Psalm 86. Du Herr, bist gut und bereit zu vergeben. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei buono, Signore, perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Du, mein Herr, bist gut und bereit zu vergeben, reich an Liebe für alle, die zu dir rufen. Vernimm, Herr, mein Bittgebet, achte auf mein lautes Flehen. Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie, tu solo sei Dio. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und sich niederwerfen, mein Herr, vor deinem Angesicht, sie werden deinen Namen ehren. Denn du bist groß und tust Wunder. Nur du bist Gott, du allein. Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e fedeltà, volgiti a me, abbi pietà. Du, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und reich an Huld und Treue. Wende dich mir zu und sei mir gnädig. Es folgt nun die zweite Lesung.
Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom, Kapitel 8, Verse 26 und 27. Schwestern und Brüder, der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist, denn er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Der Ruf vor dem Evangelium. Sei gepriesen, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Du hast die Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart. Singt der Chor im Halleluja-Ruf. Evangeliar wird in feierlicher Prozession zum Ambo gebracht, wo wir nun gleich die Verkündigung des Evangeliums hören werden. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus, Kapitel 13, Verse 24 bis 43. In quel tempo
In jener Zeit erzählte Jesus der Menge folgendes Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Äcker säte. Während nun die Menschen schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging weg. Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn und sagten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete: Das hat ein Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete: Nein, damit ihr nicht zusammen mit dem Unkraut den Weizen ausreißt, lasst beides wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Er sagte ihnen ein weiteres Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Seher Mehl verbarg, bis das Ganze durchsäuert war. Dies alles sagte Jesus der Menschenmenge in Gleichnissen, und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen, damit sich erfülle, was durch den Propheten gesagt worden ist: Ich öffne meinen Mund in Gleichnissen, ich spreche aus, was seit der Schöpfung der Welt verborgen war. Dann verließ er die Menge und ging in das Haus. Und seine Jünger kamen zu ihm und sagten: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete: Der den guten Samen sät, ist der Menschensohn, der Acker ist die Welt, der gute Samen, das sind die Kinder des Reiches, das Unkraut sind die Kinder des Bösen, der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel, die Ernte ist das Ende der Welt, die Schnitter sind die Engel. Wie nun das Unkraut aufgesammelt und im Feuer verbrannt wird, so wird es auch bei dem Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gesetzloses getan haben, und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Wer Ohren hat, der höre. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Wir hören nun gleich die Predigt von Papst Franziskus. Um zu uns vom Reich Gottes zu sprechen, verwendet Jesus Gleichnisse. Er erzählt einfache Geschichten, die das Herz der Zuhörer erreichen. Diese bildreiche Sprache ähnelt der Sprache, die Großeltern oft im Umgang mit ihren Enkelkindern verwenden, etwa wenn sie diese gerade auf dem Schoß haben. So vermitteln sie eine wichtige Lebensweisheit. Während ich an die Großeltern und älteren Menschen denke, welche die Wurzeln sind, die die Jüngsten brauchen, um erwachsen zu werden, möchte ich die drei im heutigen Evangelium enthaltenen Geschichten noch einmal durchgehen und dabei von einem Aspekt ausgehen, der ihnen gemeinsam ist.
crescere insieme. Die Großeltern und die Kinder, das gemeinsame Wachsen. Im ersten Gleichnis sind es der Weizen und das Unkraut, die gemeinsam auf demselben Feld wachsen. Dieses Bild hilft uns, eine realistische Leseart zu finden. In der Geschichte der Menschheit, wie im Leben eines jeden Menschen, gibt es ein Nebeneinander von Licht und Schatten, von Liebe und Egoismus. Gut und Böse sind in der Tat so eng miteinander verwoben, dass sie untrennbar erscheinen. Dieser realistische Ansatz hilft uns, die Geschichte ohne Ideologie, ohne sterilen Optimismus und schädlichen Pessimismus zu betrachten. Der Christ, der von Hoffnung auf Gott beseelt ist, ist kein Pessimist. Aber er ist auch kein naiver Mensch, der in einer Märchenwelt lebt und so tut, als ob er das Böse nicht sieht und sagt, dass alles in Ordnung ist. Nein, der Christ ist Realist. Er weiß, dass es in der Welt Weizen und Unkraut gibt. Und er schaut in sich hinein und erkennt, dass das Böse nicht nur von außen kommt, dass es nicht immer die Schuld der anderen ist, dass es nicht nötig ist, Feinde zu erfinden, die es zu bekämpfen gilt, nur um nicht ins eigene Leben Licht bringen zu müssen. Er erkennt, dass das Böse von innen kommt, von diesem inneren Kampf, den wir alle ausfechten müssen. Aber das Gleichnis stellt uns eine Frage. Wenn wir sehen, dass in der Welt Weizen und Unkraut nebeneinander existieren, was sollen wir dann tun? Wie sollen wir uns verhalten? In dem Gleichnis würden die Knechte gerne das Unkraut ausreißen, und zwar sofort. Diese Haltung ist gut gemeint, aber impulsiv und aggressiv. Man meint, das Böse mit eigenen Kräften ausreißen zu können, um so die Reinheit zu bewahren. Das ist eine immer wiederkehrende Versuchung. Eine reine Gesellschaft, eine reine Kirche. Aber um diese Reinheit zu erreichen, riskiert man ungeduldig, unnachgiebig, ja sogar gewalttätig gegenüber denjenigen zu sein, die einem Irrtum verfallen sind. Und so reißt man zusammen mit dem Unkraut auch den guten Weizen aus und hindert die Menschen daran, einen Weg zu beschreiten, zu wachsen, sich zu ändern. Hören wir stattdessen auf das, was Jesus sagt. Lasst den guten Weizen und das Unkraut gemeinsam wachsen bis zur Zeit der Ernte. Wie schön ist dieser Blick Gottes, diese seine barmherzige Pädagogik, die uns einlädt, Geduld mit den anderen zu haben. Geduld zu haben, die mit den anderen. Schwächen, Verzögerungen und Begrenzungen anzunehmen in der Familie, in der Kirche und in der Gesellschaft, nicht um uns resigniert an diese zu gewöhnen oder sie zu rechtfertigen, nein, sondern um zu lernen, respektvoll einzugreifen und die Pflege des guten Weizens mit Sanftmut und Geduld fortzuführen. Erinnern wir uns dabei immer daran, dass die Reinigung des Herzens und der endgültige Sieg über das Böse im Wesentlichen das Werk Gottes sind. Und wir sind gerufen, die Versuchung zu überwinden, Weizen und Unkraut zu trennen und zu verstehen, auf welche Weise und zu welchem Zeitpunkt wir am besten handeln sollten. Und ich denke an die älteren Menschen und an die Großeltern, die schon einen langen Lebensweg hinter sich haben und die, wenn sie zurückblicken, so viele schöne Dinge sehen, die sie erreicht haben, aber auch Niederlagen, Fehler, etwas, das, wie man sagt, wenn ich zurückkehren würde, ich nicht wieder machen würde. Heute jedoch wendet sich der Herr mit einem liebevollen Wort an uns und lädt uns ein, das Geheimnis des Lebens mit Gelassenheit und Geduld anzunehmen, ihm das Urteil zu überlassen und nicht mit Bedauern und Gewissensbissen zu leben. Es ist, als wollte er uns sagen, seht auf das gute Korn, das auf eurem Lebensweg gekeimt ist, und lasst es weiter wachsen, indem ihr alles mir anvertraut, der ich vergebe, immer. Am Ende wird das Gute stärker sein als das Böse.
Auch deshalb ist das Alter eine gesegnete Zeit. Es ist die Zeit der Versöhnung, des liebevollen Blicks auf das Licht, das trotz der Schatten vorangeschritten ist, in der zuversichtlichen Hoffnung, dass der gute Weizen, den Gott gesät hat, über das Unkraut siegen wird, mit dem der Teufel unsere Herzen überwuchern wollte. Sehen wir uns nun das zweite Gleichnis an, das Himmelreich. So sagt Jesus, ist das Werk Gottes, das still im Geflecht der Geschichte wirkt. Er scheint ein kleines und unsichtbares Werk zu sein, wie das eines winzigen Senfkorns. Aber wenn dieses Korn wächst, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. So ist auch unser Leben, Brüder und Schwestern. Wir kommen klein auf die Welt, wir werden erwachsen und dann alt. Am Anfang sind wir wie ein kleines Samenkorn, dann nähern wir uns von Hoffnungen, wir verwirklichen Projekte und Träume, von denen der Schönste darin besteht, wie jener Baum zu werden, der nicht für sich selbst lebt, sondern um denen Schatten zu spenden, die sich danach sehnen, um denen Platz zu bieten, die ihre Nester in ihm bauen wollen, sodass am Ende der alte Baum und die kleinen Vögel in diesem Gleichnis gemeinsam wachsen. Ich denke an die Großeltern. Wie schön sind diese üppigen Bäume, unter denen Kinder und Enkelkinder ihre Nester bauen, die Atmosphäre von Heimat erfahren und die Zärtlichkeit einer Umarmung erleben. Es geht um das gemeinsame Wachsen. Der grüne Baum und die Kleinen, die das Nest brauchen. Die Großeltern mit ihren Kindern und Enkelkindern. Die Älteren mit den Jungen. Brüder und Schwestern, wir brauchen ein neues Bündnis zwischen den Jungen und den Älteren, damit der Lebenssaft derer, die eine lange Lebenserfahrung haben, die Triebe der Hoffnung derer nährt, die noch im Wachstum begriffen sind. In diesem fruchtbaren Austausch lernen wir die Schönheit des Lebens kennen, schaffen wir eine geschwisterliche Gesellschaft und ermöglichen in der Kirche die Begegnung und den Dialog zwischen der Tradition und dem beständig Neuen des Heiligen Geistes. Schließlich das dritte Gleichnis, in dem der Sauerteig und das Mehl gemeinsam wachsen. Diese Vermischung lässt den ganzen Teig wachsen. Jesus verwendet gerade das Verb mischen, das an jene Kunst erinnert, die Mystik, die darin liegt, zusammenzuleben, unter uns, unter die anderen zu mischen, einander zu begegnen, uns in den Armen zu halten und aus sich selbst herauszugehen, um sich mit den anderen zusammenzuschließen. Damit überwinden wir Individualismus und Egoismus und es hilft uns, eine menschlichere und geschwisterlichere Welt zu schaffen. So ist das Wort Gottes heute ein Aufruf zur Wachsamkeit, damit wir in unserem Leben und in unseren Familien die älteren Menschen nicht ausgrenzen. Achten wir darauf, dass unsere dicht bevölkerten Städte nicht zu Ballungszentren der Einsamkeit werden, dass die Politik, deren Aufgabe es ist, für die Bedürfnisse der Schwächsten Sorge zu tragen, die alten Menschen nicht vergisst und nicht zulässt, dass der Markt sie als unproduktiven Abfall abstempelt. Es darf nicht passieren, dass wir im eiligen Verfolgen der Effizienz und Leistungsmythen nicht mehr in der Lage sind, das Tempo zu drosseln, um diejenigen zu begleiten, die Mühe haben, mitzuhalten. Bitte, vermischen wir uns, wachsen wir gemeinsam. Brüder und Schwestern, das Wort Gottes lädt uns ein, uns nicht abzusondern, uns nicht zu verschließen, nicht zu glauben, wir könnten es allein schaffen, sondern gemeinsam zu wachsen. Hören wir einander zu, reden wir miteinander, unterstützen wir uns gegenseitig. Vergessen wir nicht die Großeltern und die älteren Menschen. Durch ihre liebevolle Zuwendung sind wir viele Male aufgerichtet worden, haben uns immer wieder auf den Weg gemacht, wir haben uns geliebt gefühlt und sind innerlich geheilt worden.
Sie haben sich für uns aufgeopfert und wir können sie nicht von unserer Prioritätenliste streichen. Brüder und Schwestern, lasst uns gemeinsam wachsen, lasst uns gemeinsam voranschreiten. Der Herr wird unseren Weg segnen. Ja, am Ende der Predigt respektieren wir einige Schweigeminuten. Da uns viele Zuhörer auch übers Radio verfolgen, kann ich dieses Schweigen leider nicht einhalten. Papst Franziskus betont ja immer wieder die Notwendigkeit des Schweigens, nicht als Zeichen der Disziplin, sondern der inneren Verfasstheit. Es ist die Stille, die letztendlich erst den Dialog ermöglicht. Erst wenn ich lerne zu schweigen, dann erkenne ich, dass es einen anderen Menschen neben mir gibt, dass es ein anderes Wort neben dem meinen gibt, andere Gedanken, andere Anschauungen. Und erst dann habe ich auch die innere Bereitschaft, denen zuzuhören, die andere Meinungen haben und andere Meinungen gelten zu lassen. Ja, das Wort Gottes heute erinnert uns daran, dass wir die älteren Menschen nicht aus unserem Leben und in unseren Familien ausgrenzen dürfen, hat Papst Franziskus in seiner Predigt gesagt. Und er hat vor der Gefahr gewarnt, dass unsere Städte zu Ballungszentren der Einsamkeit werden könnten. Er hat an die Politiker appelliert, sich ihrer Aufgabe bewusst zu sein, für die Bedürfnisse der Schwächsten Sorge zu tragen. Die alten Menschen dürfen nicht vergessen und als unproduktiver Abfall abgestempelt werden. Credo in un solo Dio, Padre. Das Credo. Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato. Della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, che il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e col Padre e il Figlio è adorato. E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Brüder und Schwestern, lassen wir uns vom Geist des Herrn leiten, der uns in unserer Schwäche stärkt und unser Gebet inspiriert. Wir hören nun die Fürbitten. Für die Kirche, dass sie, die heilig ist und stets der Barmherzigkeit Gottes bedarf,
nicht müde wird, das Evangelium der Vergebung zu verkünden und nicht aufhört, Sauerteig der Geschwisterlichkeit und der Liebe in unserer Welt zu sein. Für alle, die unter Krieg und brudermörderischer Gewalt leiden, dass der Hass der Versöhnung und der Wahnsuche nach Frieden weicht. Für alle Großväter und Großmütter, dass ihr Zeugnis des Glaubens, der Liebe zur Familie und ihre Lebenserfahrung als wertvolle Gabe angenommen werden, die es zu pflegen und weiterzugeben gilt. Für alle älteren Menschen, dass sie sich wie Simeon und Hanna im Tempel immer darauf verstehen, uns die Gegenwart des Herrn in unserer Mitte aufzuzeigen und uns zu lehren, ihm unser Leben anzuvertrauen. Für einen jeden von uns, dass es uns gelingt, menschliche Beziehungen aufzubauen, die nicht oberflächlich sind und weder Neid noch Eifersucht und Feindschaft kennen. O Vater, nimm unser Gebet an und stütze uns allezeit mit der Kraft und Geduld deiner Liebe, damit dein Wort, das in unsere Herzen gesät ist, in uns Frucht trage und unsere Hoffnung belebe. Durch Christus, unseren Herrn.
Ja, das Dikasterium für die Laien, die Familie und das Leben erneuert seine Einladung, den Welttag der Großeltern und Senioren in jeder Diözese der Welt mit einer ihnen gewidmeten Messe und durch Besuche bei alleinstehenden älteren Menschen zu feiern. Denjenigen, die dies tun, wird ein vollkommener Ablass gewährt. Zwei Beispiele für Initiativen, die in der ganzen Welt stattfinden werden, sind die der brasilianischen Bischofskonferenz, die eine Messe mit alten Menschen im Heiligtum von Aparecida feiert, und die der kanadischen Bischofskonferenz, die ein Video veröffentlicht hat, in dem junge Menschen eingeladen werden, alte Menschen in Pflegeheimen zu besuchen. Das lokale Organisationskomitee des Weltjugendtags in Lissabon hat sich der Einladung von Papst Franziskus angeschlossen und eine Social Media Challenge gestartet, bei der alle Jugendlichen aufgefordert sind, ihre Großeltern vor dem Tag ihrer Abreise zu besuchen und ein Foto oder Video mit ihnen zu machen. Der Gedenktag, mit dem der Papst die Rolle älterer Menschen stärken möchte, findet jährlich am 4. Sonntag im Juli statt. Rund um den Gedenktag der Großeltern Jesu, der heiligen Anna und Joachim. Preghiamo. Das Schlussgebet. Barmherziger Gott, höre unser Gebet. Du hast uns im Sakrament das Brot des Himmels gegeben, damit wir an Seele und Leib gesunden. Gib, dass wir die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen und als neue Menschen leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ja, und nun erfolgt die Übergabe des Weltjugendtagkreuzes, die ich ja anfangs schon angekündigt habe. 5 junge Leute und 5 Senioren aus 5 Kontinenten treten nun vor den Heiligen Vater. Der Psalmist erinnert uns daran, dass eine Generation der anderen von den Taten des Herrn erzählt und wir alle gerufen sind, den Jüngeren nicht nur Wissen und Lebensfreude weiterzugeben, sondern auch das Wort vom Kreuz, Gottes Weisheit und Kraft für unser Heil. Liebe Großmütter und Großväter, das ist eure Aufgabe. Und ihr, junge Menschen, seid stark im Zeichen des Glaubens, das ihr in der Taufe als Geschenk erhalten habt, damit ihr von der Liebe Christi geleitet werden, in allem auf ihn hin wachsen könnt und dies der Welt bezeugt. Die Senioren haben den jungen Menschen Kruzifixe umgehängt als symbolische Geste der Weitergabe des Weltjugendtagkreuzes, die auch ein Ausdruck dafür sein soll, dass die Weitergabe des Glaubens von Generation zu Generation erfolgt. Der Welttag soll ja die Nähe der katholischen Kirche zu Senioren zum Ausdruck bringen, aber auch daran erinnern, wie wichtig die Großeltern für die Glaubenserziehung der jungen Generation sind. Signore sia con voi. Entlassung und Schlusssegen. Lo suo aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Zum Auszug hören wir das italienische Marienlied Immacolata Vergine Bella. Und bitte bleiben Sie bei uns. Wir übertragen im Anschluss, wie immer kurz vor 12 Uhr, das Angelusgebet mit Papst Franziskus vom Petersplatz in Rom. Es wäre schön, wenn Sie wieder mit dabei wären. Damit endet diese Live-Übertragung aus Rom. Am Mikrofon verabschieden sich Silvia Gritzenberger und Michael Herrmann. Eine Zusammenfassung und die Ansprache des Papstes sowie alle weiteren Infos aus dem Vatikan und der Weltkirche finden Sie auf der Webseite von Vatican News und natürlich in unserem kostenlosen Newsletter, den Sie unter rv-news.info bestellen können. Wir bedanken uns bei allen, die heute mit dabei waren. Das war eine Sendung von Radio Vatikan für Vatican Media. Laudetur Jesus Christus.